Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und ihr seht schon, ich bin eigentlich schon mitten im Gefecht. Ich bin schon mitten im Kampf. Und wieder beim Extreme Z-Battle von Broly. Warum sind wir in diesem Setup? Nun, ich lag gerade unten auf dem Sofa, hab ein bisschen Langeweile gehabt, ein bisschen Duckern gespielt. Und dann habe ich, also wir haben ja schon Level 30 geschafft von Extreme Z-Battle Broly. Aber ich habe mal versucht, da weiterzumachen. Hab Level 31 geschafft, Level 32. Dann dachte ich mir, warte mal. Vielleicht geht er noch ein bisschen mehr, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das Ganze mal auf und wir testen heute einfach mal, wie weit ich komme. Also das Ausschnitte geben von den Level vom Extreme Z-Battle. Wir sind jetzt auf Level 32 und ich habe das hier an der Stelle mal hier pausiert, beziehungsweise machen wir mal hier weiter, um zu gucken, ob wir das schaffen, ja. Hat mich da interessiert, dachte ich, nehme das einfach mal auf. Hau das raus, vielleicht nehmt ihr da was mit, könnt ihr das mitnehmen in Sachen, welche Teams ihr benutzen könnt, wie das Ganze aussieht nach Level 30. Denn wir wissen, bis Level 30 bekommt ihr alle Sachen, die ihr braucht, um Broly Extreme Z zu awaken. Und hier kriegen wir eine Additional Ulti, nice, und schaffen die Stage halt, geil. Bis Level 30 bekommt ihr alles, um ihn vollends Extreme Z zu awaken, also von den Medaillen etc. etc. Nach Level 30, ab 31, bekommt ihr nur noch Herkul-Statuen. Das werden wir jetzt hier sehen. Wenn das Ganze lädt, dann kann ich das Ganze zeigen. Und ja, wir haben Level 32, wo sollte das sein? Level 33 haben wir schon geschafft. Stimmt, ich habe Level 31, Level 32, habe ich ja gesagt, 2 Stages geschafft. Ja, 10 sollte man können, ne? Level 33 haben wir gerade geschafft und nach Level 30, ab Level 31, wie gesagt, bekommt man dann wirklich nur noch diese Herkul-Statuen. Eine Herkul-Statue gibt 1,5 Millionen Zenny, wenn ihr diese Platt-Herd- und Herkul-Statuen verkauft. Und ja, ich würde sagen, Level 33 haben wir geschafft. Wir sehen uns einfach mal auf Level 34 wieder und gucken mal, wie weit wir da kommen. Genau, und das Setup für Level 34 sieht folgendermaßen aus. Eigentlich achte ich immer darauf, dass ich einen Mighty Mask nehme als Friend. Ich habe in der Friendlist leider keinen gefunden, aber dafür ein 100% Vegeta. Und auf Level 33 zuvor haben wir es auch mit einem 100% Vegeta als Friend geschafft. Wir testen das Ganze mal, das Setup hat die Runde davor funktioniert, ob es diesmal auch funktionieren wird. Schauen wir mal, ja, es wird ja immer schwieriger und schwieriger jetzt bei Level 34. Und ich denke aber, wir müssten irgendwann mal einen Charakter austauschen. Na, jetzt vor allem werden sehr viele viel Schaden bekommen. Wer hat denn die meiste Death? Ob Gohan oder Pan, das interessiert mich. Worauf ich aber zurück wollte, okay, Gohan hat ein bisschen mehr. Wir machen das mal so und hoffen, dass Vegito keine Ulti bekommt. Worauf ich hinaus wollte ist, vielleicht werde ich noch Angel Golden Freezer mit reinnehmen. Golden Freezer, er gilt die Golden Freezer. Warum ihn? Er ist zwar ein Extreme Unit, aber Damage Reduction. Er hat 90% Damage Reduction und wenn die 50% oder drüber sind. Bah, wenn ich reden könnte. Und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn er da quasi nicht den besseren Boost bekommt, aber 90% Damage Reduction ist auf jeden Fall sehr gut gesehen. Und haben wir hier Glück und bekommen keine Ulti? Ich glaube ja, wir haben keine Ulti bekommen, wir bekommen noch keinen Angriff mehr. Nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe mich gerade gefühlt wie so ein spanischer Kommentator. Das habe ich gerade richtig runtergebrettert. Okay. Die Konstellation ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich mache das Ganze mal so, weil so ein Goten ihn einen besseren, ja, was heißt besseren, er gibt ihm trotzdem einen Boost. Innocence sollte das, glaube ich, sein, was 10% ausmacht. Und Budding Warrior sind auch nochmal 10%, genau. Dann hast du Goten so. Vegeta ist so auf 100%, er wird dennoch viel Schaden bekommen. Um die 40.000, 30.000 mehr als Goten. Erstaunlicherweise, eigentlich nicht erstaunlicherweise, denn in diesem Event bekommen die Hybrid-Saints am wenigsten Schaden. Deswegen wäre es cool, wenn ihr super Agility Hybrid-Saints habt, aber Mono-Agility-Teams funktionieren auf jeden Fall auch. Wir haben zum Beispiel vierfachen Vegeta drin. Nice, wir gehen zum Dreifachen. Und Extreme Zero Back Super Saiyan 3 Goku. Ja, es geht auf jeden Fall auch. Nur, da musst du halt darauf hoffen, dass der richtige Charakter angegriffen wird, beziehungsweise dann, dass er halt keine Ulti bekommt. Genau, aber Vegeta, let's go, was hat er zu bieten? Er gibt uns natürlich einen guten Boost durch sein Leader-Skill. Okay, mit einem Crit, immerhin. Aber seht ihr, 40.000, das ist schon ein bisschen viel eigentlich. Und jetzt wird es halt schwierig. Wisst ihr warum? Jetzt brauchen wir einfach Glück. Das ist so eine Sache, wo wir wirklich nur Glück brauchen. Ich muss da nichts erzählen. Was meine ich damit? Vegito darf keine Ulti bekommen. Wenn das der Fall ist, dann tut er ihn kontern. Wenn er da Crits hat, nimmt er ihn vielleicht ein oder zwei Balken weg, je nachdem wie es läuft. Und Super Saiyan 3 Goku mit der Ulti könnte ihn dann erledigen, aber wir brauchen Glück, wir dürfen keine Ulti kassieren. Schauen wir mal, wie es abläuft. Ohne Crits, na, macht er wenig Schaden, mit Crits ist schon ein bisschen besser. Leider wieder kein Crit. Da haben wir kein Glück leider. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Brauchen einfach nur Glück. Let's go, Level 34. Wieder kein Crit, Additional Attack.
Schade, keine Ulti. Jetzt dürfen wir keine Ulti passieren. Nice, komm, gib ein Crit. Ein Crit, gut. Ah, das sind, glaube ich, zu viel Leben. Es sei denn, unser Super Saiyan 3 Goku crittet hier. Crittet. Oh, ein Crit hätte gefehlt, aber wir haben es überlebt. Warte, ja, nee, der kann es nicht beenden. Ich glaube nicht, oder? Nein. Aber wir bekommen keine Ulti. Seht ihr, wir brauchen einfach nur Glück. Vor allem in den höchsten Stufen brauchen wir Glück. Wir haben hier nochmal doppelt Glück, dass wir am Anfang nicht angegriffen werden. Heißt, Stufe 34 haben wir an der Stelle auch gepackt. Easy, free Elo, free Win. Nice, wir bekommen echt, also erstaunlicherweise. Was ist heute los? Ich baller hier die Double Lines raus, dass ich gar nicht mehr reden kann oder mich verplapper. Calm down, Osaru, calm down. Du hast 34 geschafft, alles gut, alles gut. Wir haben Stufe 34 geschafft, alles gut. Aber da kommen noch weitere Level. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, auf jeden Fall, lasst ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und aktiviert die Abo-Glocke. Jede Unterstützung zählt. Und ihr seht, wir haben wieder eine Herkules-Statue bekommen. Und jetzt können wir zum Next Level. Und da sehen wir uns auch gleich wieder. Alles klar, wieder kein Mighty-West gefunden, dafür ein 100% Vegeta. Wir testen das Ganze mal so. Level 35 Extreme Z-Battle von Brokkoli. Schauen wir mal, ob wir da Chancen haben. Runde davor hatten wir wirklich sehr viel Glück. Wie wird es jetzt sein? Oh, das Setup ist schon sehr schwierig. Oh oh. Ich glaube, das Setup wird überhaupt nicht gut sein. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Lass das Ganze mal laufen. Unser Broly Boy ist auch aggressiver geworden. Wird immer aggressiver und aggressiver pro Stufe. Wird immer schwieriger, bekommt mehr Leben, etc. 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 Wir machen immer weniger Schaden mit. Oh, 36.000. Kiki. Schon viel Schaden. Für einen vierfachen Vegeta überlegt man. Das liegt aber wirklich daran, dass er kein Hybrid-Saiyan ist. Wir haben zwar mit Super Vegeta einen Typenvorteil, aber wenn wir jetzt vergleichen, was Gohan einstecken wird mit einem Auto-Attack, Vegeta waren es 35.000, bei Gohan werden es weniger sein, weil er ein Super Vegeta-Unit ist und ein Hybrid-Saiyan. Das macht echt was aus. 25.000, 10.000 weniger. So, gut, wir hatten wieder Glück und haben keine Ulti bekommen. Oh, jetzt die Sache, wie stellen wir das Ganze auf? Wir stellen Pan ganz nach links. Weil Pan, wenn sie ultet, gibt sie nach ihrer Ulti einen Angriffsboost durch ihre Ulti für unsere Alliierten. Das ist 25%. Das nehmen wir mit für Mighty Mass, geben ihnen die ganzen Orbs. Und dann kommt Goten daher. Denn wenn Mighty Mass noch ultet, bekommt er einen Angriffsboost mit der Ultra Super Attack. Und das nehmen wir an der Stelle auf jeden Fall mit. Ja, wir ulten erst, bekommen Verteidigungsboost, dann bekommen wir die Angriffe. Damit wir da eben tankier werden, quasi, genau. Super Saiyan 3. Yes, nice. Okay, wir haben Glück. Wir haben Glück. Das Ganze läuft echt gut. Das Ganze läuft echt gut bis jetzt. 3,2 Millionen und 69 tanken wir. Seht ihr? Das ist halt GG, wenn man Mighty... Also wirklich, Mighty Mass haut das raus. Wenn ihr einen Friend ist, einen Mighty Mass findet, nimmt ihn auf jeden Fall. Und versucht ihn so gut wie möglich einzusetzen. Nice, 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 nice. Jetzt hat die Frage... Jetzt liegt es wieder an den Jungs. Jetzt liegt es wieder an den Jungs. Wirklich. Ich kann da nichts weiter machen, als einfach nur zu hoffen, dass die Jungs das klären. Dass Vegito seine Crits rauskriegt, dass er keine Ulti bekommt. Ja, wir brauchen jetzt wieder Glück. Haben wir Glück oder nicht? Oder bekommen wir direkt die Ulti? Let's go, schauen wir mal. Kein Crit. Kein Crit, okay. Egal, wir ulten. Wir dürfen keine Ulti bekommen. Wenn das passiert, dann haben wir gewonnen. Wenn das passiert, haben wir gewonnen. Crit, nice. Keine Ulti, komm schon. Crit, Crit. Nein, kein Crit. Dude, Crit. Wie viel Angriff bekommen wir noch? Crit, yes. Keine Ulti, keine Ulti. Crit, bitte. Nice, 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 nice. Kritte und dieser Balken ist weg. Kritte und dieser Balken ist weg. Vertrau mir. Okay, er hat nicht gekrittet, aber der Balken war auch weg. Verkalkuliert. Und das war Level 35. Schaffen wir aber auch. Das war 35, glaube ich. Gucken wir mal ganz kurz rein. Und dann versuchen wir mal noch einmal Level 36. Let's go. Wir haben jetzt leider weder 100% Vegeta noch ein Mighty Mass. Ich wollte das Ganze trotzdem mal versuchen, Level 36. Und ich wollte das Setup mit Golden Freezer versuchen, denn Golden Freezer hat eine Damage Reduction von minus 90%. Wenn die HP 50% oder drüber sind, heißt jeglicher Angriff, den er bekommt, wird um 90% gesenkt. Ja, gucken wir mal, ob das Setup mit ihm klappt, mit unserem Boy Golden Freezer. Denn wenn wir uns ehrlich sind, muss wirklich nur Mighty Mass das Ganze erledigen und alle anderen müssen mehr oder weniger dafür sorgen, dass sie tanken und einen gewissen Maß an Damage. Oh, jetzt habe ich das falsch. Ich wusste es, ich wusste es.
In der Mitte wollte ich auf jeden Fall Mighty Mess stellen. Und Vegito ganz nach rechts hat da viel Angriff bekommen und mal versuchen, das wieder zu kontern. Aber wenn wir dann eine Ulti bekommen, ist halt ein Risiko mit Vegito. Ist halt ein Risiko mit Vegito. Jetzt haben wir mit Vegeta hier leider keine Ulti. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat er 55.000 Schaden bekommen durch einen Auto-Attack. Jetzt merken wir schon, dass es wirklich schwieriger wird. Die Sache ist halt mit Golden Freezer, wir müssen in die Runde kommen mit 50% Leben oder drüber. Wenn jetzt Vegito, da war gerade ein Voice Drop, deswegen lache ich. Wenn jetzt Vegito eine Ulti bekommt, dann ist halt schon GG. Dann bringt uns Golden Freezer auch nichts. Wir brauchen aber, wie wir es auch von davor kennen, einfach nur Glück. So, wir kriegen, glaube ich, noch zwei oder einen Angriff. Okay. Haben wir wirklich wieder Glück? Wow. Wir haben echt Glück. Wir haben sogar... Was? Wir haben echt Luck gerade. Gut. Golden Freezer hat jetzt eine Damage Reduction von 90%. Ich werde ihn dennoch rausrotieren, denn da sind drei Angriffe und ich weiß, ob ich nach der Runde noch 50% HP habe oder ja. Deswegen rotiere ich einfach mal raus und bereite mal Orbs für Mighty Mess in der nächsten Runde vor. Die Golden Freezer soll hier einfach nur tanken, so viel es geht. Wir wollen immer in den Runden so wenig Schaden wie möglich kassieren, wenn es möglich ist. Gucken wir mal, ich hoffe, dass Golden Freezer eine Ulti bekommt, damit er das tankt. Beziehungsweise schauen wir jetzt erstmal, wie gut er tankt. Wow, das ist trotzdem sehr gut. Warum habe ich gesagt, wie gut? Denn ja, er ist ja ein Tank, minus 90% Damage Reduction, weil er ein Extreme getunet ist, aber dennoch, dafür hat er wirklich sehr gut getankt. Aber jetzt bin ich mir sehr, sehr sicher. Jetzt bin ich mir wirklich sicher, wir bekommen die Ulti direkt, aber ich hoffe gegen Mighty Mess und nicht gegen vierfachen Vegeta. Schauen wir mal, let's go. Der Mighty Mess steckt auf jeden Fall mehr ein als vierfacher Vegeta in diesem Event. Aber wir bekommen schon so durch Outdoor. Ich würde, glaube ich, trotzdem wehtun. Okay, wir leben noch. Er ist noch Hoffnung. Wir haben noch Hoffnung. Gehen leider nicht zum Super Saiyan 3. Aber wir schauen uns das Ganze mal an, wie das Ganze verläuft. Okay, er hat noch zu viele Balken. Das schaffen wir nicht. Aber it is winnable, I guess. I guess it is winnable. Wenn wir das gute Setup haben, richtige Setup. Wenn wir zwei Mighty Mess hätten, wäre es geiler. Wenn wir jede Rotation ein Mighty Mess hätten. Ja, ich werde einfach noch ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, die Idee dahinter hat euch dennoch gefallen. Da einfach mal hinzugehen und zu versuchen, ob das auch für Stufe 30 und höher machbar ist. Ob es geht, ihr seht, es geht. Frage an euch, wie weit seid ihr gekommen? Sagt ihr sogar schon, oh, du, was machst du da? Stufe Level 36 und du hängst schon, ich bin bei Stufe 8000. Nein, so viel gibt's nicht. Max Stufe ist 999 oder 99, ich glaube 999, aber das kann ja niemand realistisch erreichen, es sei denn, man moddet das Ding oder so. Warum habe ich aufgehört? Haben wir hier sogar noch ein bisschen Hoffnung? Shit. It is winnable. Ich wusste, dass es winnable ist. Ja. Wie gesagt, höchste Level von dem Extreme Sea Battle ist 999, wenn mich alles täuscht. Aber das kriegt man halt ohne Mods und so nicht hin. Realistisch. Was seid ihr für ein Level? Würde mich interessieren. Ich bin hier gerade bei 36 hängen geblieben. Mal gucken. Ich versuch es noch ein bisschen weiter. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, die Idee dahinter, etc., etc., lasst ein Like da. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Peace.